Welche sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten in Deutschland gebauten Kulturbrücken? Momentan würde ich sagen, natürlich auch die Fußball. Herzlich Gratulation für die Titel, auch bei der Weltmeisterschaft. Das hat natürlich auch überhaupt ein positives Image von Deutschland. Und dann, also die Deutschland ist auch an sich anerkannt als die Fußballnation. Also viele Länder wollen auch so heißen, aber momentan ist Deutschland die Nummer eins. Und dazu kommt vielleicht auch die Technologie. Also all die Produkte, was da hier hergestellt werden, haben auch an sich sozusagen Kulturträger, die viele Länder erkennen auch Deutschland als die Technologienation an. Und das ist die vielleicht momentan zwei wesentliche Elemente. Und Sie arbeiten ja als Kulturbeauftragter bei der japanischen Botschaft in Berlin und leisten dadurch einen sehr kreativen Beitrag für das interkulturelle Verständnis zwischen den beiden Kulturen. Haben sich diese Beziehungen durch mehr kulturellen Austausch verbessern können? Ich glaube, Japan und Deutschland ist so eine sehr eine Art Success Story. Bisher auch durch den Kulturaustausch und intellektuellen Austausch. Hier in Berlin, wie zum Beispiel, ist da auch ein Institut namens Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin. Das ist ein Institut, halb deutsch, halb japanisch. Und sie machen also durch das ganze Jahr nur geistigen Austausch. Und so haben wir auch sehr gute Beispiele hier in Deutschland. Was wir aber gerne wollen, ist, dass die eher so deutsches Publikum mehr an Japan anzulocken, weil hier ist auch Europa sehr wichtig. Und dann, es gibt auch ein bisschen so die Tendenz, dass die Deutschland auch eher an Europa interessiert als nicht Europa. Und daher dann, was wir auch versuchen, ist dann vielleicht auch frische Image von Japan und frische Kultur, kulturelle Aspekte vorzustellen, also wie zum Beispiel auch die Popkultur, Anime, Manga, das ist alles nicht von der Botschaft angefangen, aber wir wollen auch gerne damit arbeiten. Ja, das ist was Besonderes, wenn ich mit dem Comic und mit den Anime diese ganze Export. Ja, genau. Und wie können zum Beispiel Kunst und Kultur das interkulturelle Verständnis verbessern? Auch dass es ein wenig anders ist, als das eigentlich haben Kunst und Kultur ja nichts mit Politik zu tun. Aha. Aber trotzdem hat das eine sehr, sehr gute Auswirkung auf das interkulturelle Verständnis zwischen den beiden Kulturen. Was ist das Besondere daran? Ich glaube, Kunst an sich hat auch natürlich die Kraft, auch das Wesentliche zu erklären. Also man geht einfach ins Museum, um zu überlegen über eine sehr philosophische, wichtige, komplizierte Sache oder um einfach die Situation von einem Land darzustellen, ist ein Kunstobjekt manchmal genug. Also fundierte Werte, das kann man nicht im Kopf behalten, aber was da auch vorgeht, Drama oder Musik oder was auch immer, das geht auch ganz tief im Herzen. Und daher ist es auch sehr wichtig, bei der Meinungsbildung oder die überhaupt anerkannt zu werden, dass das Land eigentlich interessant genug oder reif genug zu verändern. Und da steht auch die Kunst oder Kultur sehr stark im Hintergrund. Und als letzte Frage noch, Deutschland und Japan haben ihre eigenen Stärken. Und wie könnten diese beiden Länder voneinander lernen und sich einander ein Vorbild sein? Ja, also wir haben auch doch schon dies seit 20, 30 Jahren ständig gemacht. Japan ist sehr interessiert, also wie Deutschland sich bisher so entwickelt hat und besonders auch dass das soziale System, also alles, was da hier vorgeht, ist für uns sehr interessant. Gleichzeitig ist Deutschland wie zum Beispiel sehr interessiert über japanische Bildungswesen, weil die Top 50 University in the World. Also Deutschland ist sehr schwierig eigentlich sehr hoch zu klettern, also es gibt das Exzellenzsystem oder so etwas, aber hat auch bisher nicht sehr starke Wirkung gehabt, während manche japanische Universitäten stehen auch in der Liste. Also irgendwie gibt es auch mehrere Sachen, wo man auch einander lernen. Das Einfachste ist da vielleicht auch mehr Austausch und mehr Kommunikation und physischer Austausch ist das Wichtigste. Natürlich, also natürlich Einzelteil können wir auch sehr gerne lernen, aber was ich auch sehr interessant finde und sehr wichtig hält, ist natürlich auch Jugendaustausch. Ich war auch einmal in Deutschland als
quasi Jugendaustausch hier und das hat mich auch bisher so gebracht und so ist es auch die Wirkung natürlich sehr stark, wenn man auch von jung an irgendwie investiert. Okay, dann sind wir jetzt am Ende vom Interview. Wir danken uns vielmals, dass Sie Zeit genommen haben und hoffentlich bleiben Sie noch bis zum Symposium oder sind Sie schon auf dem Weg? Ich muss auch vielleicht auch durchschauen. Okay. Mein Auto wartet auf mich. Okay, also, dann vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.